Was ist Pfingsten? Der Name Pfingsten kommt aus dem Griechischen Pentekoste. Das bedeutet 50, denn 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Gefeiert wird die Entsendung des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte des Neuen Testaments wird das Pfingstereignis so erzählt. Zum jüdischen Schavutfest kamen die Jünger an einem Ort zusammen. Plötzlich kam ein Brausen vom Himmel von einem gewaltigen Wind und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie Feuer. Und es setzte sich eine auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie es der Geist ihnen eingab. Fortan predigten die Apostel und Jünger den Glauben an Jesus Christus in der ganzen Welt. Und deswegen wird an Pfingsten übrigens auch der Geburtstag der Kirche gefeiert.